Nahrung, Wohnung, Wärme, Kleidung, Freiheit, Würde, Freundlichkeit und ein kleines bisschen Luxus auch einmal von Zeit zu Zeit. Nährendes für Leib und Seele, Wohnen mit genügend Raum, warme Füße, warme Herzen, Menschlichkeit ist unser Traum. Ja, das brauchen alle Menschen, das ist klar. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die Ihnen beistehen. Mein Name ist Bettina Kenter-Götte und ich habe es geschrieben, dieses Buch Hartz IV, Hartz IV, Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Zu mir heute nur eine ganz kurze Zusammenfassung, die kürzeste Vita, die ich finden konnte. Als Schauspielerin honoriert, als alleinerziehende junge Mutter diskriminiert und von Behörden drangsaliert, als Autorin prämiert, vom Jobcenter sanktioniert. Ja, es ist meine Geschichte, die ich in Hartz IV erzähle, stellvertretend für viele andere, für immer mehr Betroffene. Der erste Satz im Buch ist nicht von mir. Und er lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Grundgesetz Artikel 1. Seit das Buch erschienen ist im Frühjahr 2018, hat sich die Welt verändert. Das lange erwartete Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019 und die unvorhergesehenen globalen Geschehnisse seit März 2020 machen eine Aktualisierung erforderlich. Die Neuauflage des Buches ist für das Frühjahr 2021 geplant und unsere Lesereihe soll Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben. Hartz IV ist harter Stoff. Und deshalb soll es Spaß machen. Und es soll auch nicht zu lang werden, denn viele von uns haben im Moment sehr, sehr viel um die Ohren. Vor allem auch sozial engagierte, Hartz IV-Beziehende, Singlemütter, Kulturschaffende und noch viele mehr. Wie läuft das Ganze jetzt ab? In jeder Folge erzähle ich ein bisschen was vom Buch, von den Veranstaltungen, von mir und dann lese ich einen Ausschnitt. Am Anfang jeder Folge, heute, nur heute, ausnahmsweise mal am Ende, steht unsere Rubrik Arm und Reich vor acht. Das ist ein ironisches Pendant zur Inforubrik Börse vor acht, die vor den TV-Nachrichten gesendet wird. In Arm und Reich vor acht beleuchten wir kurz die aktuelle Hartz-IV-Politik und die Armuts- und Hungersituation in der Welt. Ausnahmsweise wird es heute ein bisschen länger, weil wir erstmal ein paar Grundlagen schaffen müssen. Mein heutiges Vorwort ist ein Dankeswort. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Buch ein so großer Erfolg werden konnte. Für die geplante Neuauflage geht mein besonderer Dank an Carsten Zimmer vom Verlag Neuer Weg für den Mut, diesem Buch den Weg zu bereiten. An Dieter Hanitsch für die grandiose Karikatur und dafür, dass wir sie auch in der Neuauflage wieder verwenden dürfen. Meinem Mann für die organisatorische Vorbereitung der Lesereise und für praktische Hilfe bei mehr als 50 Veranstaltungen. Danke auch an alle Medien, die über das Buch berichtet haben und mich so oft zu Wort kommen ließen, in Interviews, Berichten und Talkshows. Und danke an die vielen Veranstalter, die seit März 2020 geduldig darauf warten, dass die Lesereise endlich fortgesetzt werden kann. Und an das Publikum in vielen Städten Deutschlands und auch in Österreich, denn da war ich auch schon. In den nächsten Folgen erzähle ich dann etwas mehr von mir, meiner Theaterfamilie, meinen Bühnen- und Fernsehjahren und meinem Leben als Schauspielerin und
von der Entstehung des Buches. Jetzt aber zum Kapitel 5 vor Hartz IV, aus der Zeit, als Hartz IV kreiert wurde. Ein schöner Tag. Am 16. August 2002, bei einer Feierstunde im Französischen Dom zu Berlin, stellt Peter Hartz das 343 Seiten dicke Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes vor, wenige Monate nachdem er den Vorsitz der Kommission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt übernommen hatte. Er sagt: Heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Einige Jahre später sagt der wegen Untreue rechtskräftig verurteilte Straftäter Peter Hartz, Hartz IV sei ein großer Fehler, ein Betrug. Was war vorher? Was ist dann passiert? Mit der Agenda 2010 wird das bisherige Arbeitslosengeld nicht umbenannt. Aber der Bezug ist erschwert und zeitlich beschränkt. Vorher war der Anspruch 36 Monate, dann in der Regel nur noch 12. Das Arbeitslosengeld ist eine beitragsfinanzierte Versicherungsleistung und das bleibt auch so. Das neue Arbeitslosengeld 2, kurz ALG 2, wird als Hartz IV bekannt und berüchtigt. Ausgeschrieben heißt das viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Hartz IV, Arbeitslosengeld II, ist eine Fürsorgeleistung für Erwerbstätige, für erwerbsfähige Bedürftige. Die bisherige einkommensabhängige Arbeitslosenhilfe wird abgeschafft. Es hieß immer zusammengelegt, aber sie wurde abgeschafft. Leistungen werden auf Sozialhilfeniveau gedrückt und der Spitzensteuersatz gleichzeitig entsprechend gesenkt. Die bürokratischen Hürden werden erhöht, Zuverdienstmöglichkeiten erschwert, erlaubte Rücklagen von bis dahin rund 520 auf rund 150 Euro pro Lebensjahr begrenzt und Beiträge zur Rentenversicherung bald schon nicht mehr abgeführt. So wird langfristig die Altersarmut gefördert. Also nochmal. Bei der Arbeitslosenhilfe, die meisten schon vergessen haben, denn inzwischen ist eine ganze Generation mit Hartz IV herangewachsen. Die Leistung war höher, das Schonvermögen war höher, die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher, die bürokratischen Hürden waren geringer und es wurden Rentenbeiträge gezahlt. Das heißt, wer damals in einer längeren Lebenskrise oder in einer längeren Berufskrise von staatlichen Leistungen abhängig war, konnte diese Zeit, diese schwierige Zeit ganz gut überbrücken. Aber mit Hartz IV, wo nicht mal mehr Rentenbeiträge gezahlt werden jetzt, ist das nicht mehr der Fall. Wer länger in Hartz IV ist, da ist die Altersarmut programmiert. Anspruch auf ALG II besteht, wenn Einkünfte nicht vorhanden sind oder unter dem ALG II-Satz liegen, zum Beispiel bei Niedriglöhnen. Außerdem bei fehlendem Anspruch auf Arbeitslosengeld, so bei vielen Freelancern, Bühnen- und Medienschaffenden, die diesen Anspruch gar nicht erwerben können, oder wenn das Arbeitslosengeld unter dem ALG II-Satz liegt. ALG II muss anfangs alle 6 Monate neu beantragt werden, seit einigen Jahren nur noch alle 12 Monate. Der Antrag ist mit zahlreichen Nachweispflichten und Auflagen verbunden. Zu dem Antrag kommen wir dann in einer späteren Lesung nochmal. ALG II-Zahlungen sind vermögensabhängig, die Grenzen für etwaige Rücklagen niedrig. Wer nach jahrzehntelanger Erwerbsarbeit arbeitslos wird, ist nun gezwungen, Lebensversicherungen aufzulösen und mühsam ersparte Rücklagen aufzubrauchen, bis auf das sogenannte Schonvermögen in Höhe von rund 150 Euro pro Lebensjahr. Wer ALG II beantragt, muss die persönlichen Vermögensverhältnisse und Bankdaten in vollem Umfang offenlegen. Wer mit ALG II-Beziehenden zusammenlebt,
auch wenn selbst nicht bedürftig, wird zur Bedarfsgemeinschaft erklärt und muss ebenfalls alle Daten preisgeben. Jede arbeitslose Person kann nun zu jeder Arbeit, die nicht als sittenwidrig gilt, verpflichtet werden. Qualifikation und früheres Einkommen spielen keine Rolle mehr. Die Nichtannahme zugewiesener Tätigkeiten hat existenzbedrohende Leistungskürzungen zur Folge bis hin zum kompletten Geldentzug. Das galt bis 2019. Wie es nach dem Sanktionsurteil dann weiterging, dazu kommen wir auch später. Bei Grundsicherung im Alter liegt die Grenze für das sogenannte Schonvermögen derzeit bei 5.000 Euro. Bis 2017 waren das 2.600 Euro. Selbst 5.000 Euro, das reicht gerade mal für Brille, Gebiss und ein paar Medikamente. Und wenn das Geld einmal angeknabbert ist, kann es nie mehr aufgestockt werden. Denn die Zuverdienstmöglichkeiten sind gering. Die Hinzuverdienste werden größtenteils oder vollständig angerechnet. Zum Schluss der Lesung noch einen kleinen Überblick über die Gesetze. Wer nach der gloriosen Feierstunde im Jahr 2002, die wir vorhin gehört haben, sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, hat gut zu tun. SGB II, SGB III, SGB XII, Leistungsträger, Leistungsanspruch, Leistungsberechtigte, Auffangversicherungspflicht, Vorpflichtversicherung, Versicherungsleistung, Unterstützungsleistung, Transferleistung, Ermessensleistung, Eingliederungsleistung, Entgeltersatzleistung, Leistungsbezug, Arbeitsagentur, ARGE, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, Subsidiaritätsprinzip, soziokulturelles Existenzminimum, Mindestsicherungssystem, Hilfe zum Lebensunterhalt, Lebensunterhaltsbedarf, einmaliger Bedarf, laufender Bedarf, besondere Bedarfe, Arbeitslosengeld, ALG II, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft als Unterfall einer Bedarfsgemeinschaft, Antrag, Hauptantrag, Weiterbewilligungsantrag, Bescheid, Mitwirkungspflicht, Sperrzeit, Zumutbarkeitskriterien, Grund- und Meldepflichten, Verwaltungsakt, Ortsanwesenheitspflicht, Eingliederungsvereinbarung, Ermessensspielraum, Ermessensabwägung, anrechnungsfähiges Einkommen, Durchführungsverordnung, Regelbedarfsermittlungsgesetz, Regelsatzverordnung, Regelbedarfsstufen, Eckregelsatz, Bußgeldregeln, Schonvermögen. Und nicht zu vergessen, das Wort Sanktion, das als Drohung über allem schwebt. Ja, wer sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will, sieht sich bald in einem Dickicht von Begrifflichkeiten gefangen. So, und jetzt kommen wir noch zu der Rubrik Arm und Reich vor Acht. Heute ein paar Fakten zur Armut in Zeiten der Pandemie. Zuerst von Professor Dr. Christoph Butterwegge etwas. Er ist ein bekannter Armutsforscher. Er hat an der Universität zu Köln Politikwissenschaft gelehrt. Und in der Wochenzeitung Der Freitag schrieb er im November 2020, nein, vergessen hat unsere Regierung die Armen nicht. Vielmehr schließen Union und SPD Hartz-IV-Berechtigte und andere ganz bewusst von den Hilfsmaßnahmen aus. Hartz-IV-Bezieher haben keine mächtige Lobby, die ihre Interessen gegenüber dem Staat vertritt. Während der Arbeitslosengeld-II-Bezug
für von der Corona-Krise geschädigte Solo-Selbstständige vorübergehend erleichtert wurde, indem man für sie die strenge Vermögensprüfung aussetzte und die Angemessenheit der Wohnung stillschweigend voraussetzte, erhielten langjährige Hartz-IV-Bezieher selbst dann keinen Ernährungszuschlag, wenn ihre Kinder während der Kita- und Schulschließungen im Frühjahr zu Hause verpflegt werden mussten, anstatt wie sonst kostenfrei die Gemeinschaftsverpflegung in der öffentlichen Betreuungseinrichtung zu nutzen. Obwohl auch Kinderlose pandemiebedingt höhere Ausgaben hatten, weil viele Tafeln geschlossen, preiswerte Lebensmittel wegen Hamsterkäufen eher Mangelware und Desinfektionsmittel teuer waren, stellte sich die Bundesregierung bei der Forderung nach einer vorübergehenden Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes taub. Jobcenter weigerten sich, die Anschaffung digitaler Endgeräte für Kinder von Hartz-IV-Berechtigten im Homeschooling als Sonderbedarf anzuerkennen, für den sie aufzukommen hatten. Ebenfalls abgelehnt wurde die Übernahme der Kosten für einen Corona-Test. Erst im Herbst bekamen Eltern einen Corona-Kinderbonus von 300 Euro pro Kind. Kinderlose Flüchtlingsfamilie und Geduldete gingen leer aus. Zwar hat der in zwei Raten ausgezahlte Geldbetrag den Familien im Hartz-IV-Bezug etwas geholfen, weil er nicht auf das Arbeitslosengeld II bzw. das Sozialgeld angerechnet wurde. Allerdings wurden Familien mit dieser Einmalzahlung abgefunden, während man kriselnden Unternehmen teilweise eine kontinuierliche Förderung gewährte. Die zweite Nachricht ist von Michael Klund, Professor für Kinderpolitik im Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er stellt fest, Kinderarmut in Deutschland heute bedeutet Armut in einem der reichsten Länder dieser Erde. Es darf nicht vergessen werden, wie viele Hunderttausende Menschen inzwischen wieder in Deutschland auf der Straße leben. Laut Tagesschau.de vom 11.11.2019 über 678.000 Menschen, darunter um die 37.000 Jugendliche. Und wie viele Menschen vom Flaschensammeln, Betteln oder von Tafeln leben müssen. Durch das Wegfallen der Einkommen entstehen tendenziell Armutslagen. Durch Corona-Maßnahmen werden die Bildungsungleichheiten noch zunehmen. Hinzu kommt, dass die in der Regel etwa 20% höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung gewinnen und die Retraditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung begünstigen. Kleiner Einschub von mir, die Mütter sind wieder dran. Fortsetzung, Zitat, eine Reprivatisierung sozialer Risiken wird befördert, wonach jeder seines eigenen gesundheitlichen, familiären und gesellschaftlichen Glückes Schmied sei. Dies sind eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen Rückschritt im neoliberalen Zeitalter. Und als letzte Nachricht dieses Tages, aus einer Erhebung, die das Deutsche Jugendinstitut DJI 2017 veröffentlicht hat, geht hervor, etwa 37.000 junge Menschen unter 27 Jahren sind in Deutschland von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen. Der Großteil von ihnen ist volljährig, etwa ein Fünftel ist minderjährig. Unter 14-Jährige stellen die Ausnahme dar. Ein Drittel der betroffenen Jugendlichen lebt ausschließlich auf der Straße und ist damit obdachlos. Einen schönen Abend. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr.